Klopfen, liebe Zuschauer. Jetzt machen wir den großen Gehaltscheck. Den hat die Bild-Zeitung in dieser Woche ja veröffentlicht. Da stand zum Beispiel, dass ein Bäcker im Durchschnitt 2017 Euro verdient, Ärzte über 5000. Das ist natürlich eine anonyme Liste gewesen. Unser Kollege Philipp Hageni hat jetzt mal auf der Straße selber gecheckt. Was verdienen die Leute und wer redet drüber? Wir machen so eine Umfrage, was verdienen die Leute netto so im Monat? Was verdienen sie? Dürfen wir nicht sagen. Dürfen sie nicht sagen. Schade, hätte mich interessiert. Ja. Lohnt sich das oder ist es anstrengend? Keine Auskunft. Keine Auskunft und kein Kommentar. Das ist die typische Reaktion bei meiner Umfrage. Was verdient, ach, das ist aber auch schwierig mit dem Papier, jetzt aber, was verdient Deutschland? Die Bild-Zeitung zeigt gestern beim großen Gehaltscheck die Zahlen. Doch wer spricht offen und nicht anonym vor meiner Kamera über seinen Nettoverdienst? Die Frau schon mal nicht. Würden Sie mir verraten, was Sie verdienen, netto? Na, im Moment gar nichts. Im Moment gar nichts? Bin ich ja bei der Umschulung und die wird vom Amt gesponsert. Und wie viel bekommen Sie vom Amt? Knapp 1000 Euro. Knapp? Naja, so um 1-2 rum. Aber ich arbeite auch nicht voll. Sie machen Ordnungsamt, ja? Also wenn Sie voll arbeiten würden, wie viel hätten Sie dann? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also weiß ich jetzt nicht. Doppelte? Nee. Voll wäre, weiß ich, 1,5 oder so haben die netto. 1,5, 1,6. Kommen ja auch auf die Steuerklasse an, ne? Wir sind alle Senatsangestellte und haben alle ein Festgehalt. Kann man Sie auch bestechen so ein bisschen? Das sind ja wohl eher nicht, ja. Was ist so dein Nettoeinkommen als Trockenbauer? Unterschiedlich, zwischen 1,6 und 1,8. Was verdienen Sie im Monat? So ungefähr 2000 Euro. Und was arbeiten Sie? Ich bin Friseurin, mach Verlängerung. Haben Sie so 13. und 14. Gehalt noch? Ja, haben 13. Ja, habe ich auch. Ah, ja, das kommt quasi noch oben drauf. Ja. Also sind es am Ende sowas wie 2,2? 2,2 so ungefähr, ja. Sie sind quasi Gemüseverkäufer? Ist es Ihr Gemüseladen oder sind Sie angestellt? Ich bin angestellt. Wie viel verdienen Sie denn? Schätzungsweise 1500. Ja, kommt in etwa drauf hin. 1500 netto. So. Ja. Und reicht? Ist okay? Nein. Vorne und hinten nicht. Könnte mehr Vorne sein, ne? Nicht. Haben Sie ein Auto oder sowas? Habe ich leider nicht. 2000? Sie verdienen 2000 netto. Warum nicht? Okay, was arbeiten Sie? Ich bin Reporter. Reporter? Alles klar. Sind wir quasi Berufskollegen? Genau. Und was machen Sie? Schreiben Sie oder sind Sie Fernsehen? Ich bin Radio. So, es gibt aber auch Gehaltsklassen, die reden über alles Mögliche, nur nicht über ihr Nettoeinkommen. Ich bin Projektleiter für einen Personaldienstleister. Und sind Sie zufrieden mit Ihrem Gehalt, über das Sie nicht reden wollen? Ja, ich bin sehr zufrieden. Finden Sie gut? Ja. Haben Sie ein schönes Auto so? Nee. Ach, Sie haben kein Auto? Nee, ich fahre lieber in Urlaub. Ah, wo fahren Sie so hin in Urlaub? Hawaii? Kuba. Kuba? Mhm. Nee, schön, Kuba. Und sonst, haben Sie eine Eigentumswohnung? Noch nicht. Aber Sie arbeiten dran? Ich arbeite dran. Dann, was haben Sie netto im Monat? Viel zu wenig. Wie viel? Sagen Sie. Nein, rede ich nicht drüber. Ich bin selbstständig. Also Sie sind selbstständig? Ja. Was machen Sie? Unternehmensberatung. Und dann sind Sie immer so mittags schön unterwegs und holen sich mal einen Blumenkübel. Tja, ganz genau. Muss man die Zeit irgendwie totschlagen. So sieht's aus. Was verdienen Sie jetzt? Geld. Ist es also mehr als 1000 Euro oder weniger? Mehr. Mein Fazit. Bis 2000 Euro Nettoeinkommen reden die Menschen ohne Probleme über ihr Gehalt. Für die Bezüge darüber müssen sie in schlaue Listen schauen. Sagen wird das nämlich freiwillig keiner. Zu welcher Musik hast du zum ersten Mal geküsst? Ich kann mich an den Film erinnern, der in dem Kino lief. Das war Cable Guy.